So, liebe Leute, hier bin ich wieder auf Valguero unterwegs und da man im Internet nichts dazu findet, dachte ich, mach ich doch einmal selbst. Wir besorgen uns heute, beziehungsweise klappern die ganzen Loot Crates ab unter Wasser, die Deep Sea Loot Crates, dazu findet man im Internet irgendwie gar nichts. Dachte ich mir, mach ich das doch mal selbst. Ich habe insgesamt 6 Stück an der Zahl gefunden. Es gibt 2 Eingänge, ich glaube sogar 3 Eingänge. Einer ist hier bei mir in der Nähe, da hinten ist irgendwo meine hässliche Base. Dann ganz am Ende, da wo die ganzen Loot Crates sind, ist ein Eingang, der eigentlich leichter ist, aber da das hier in der Nähe meiner Base ist, gehe ich einfach hier rein. So, ach so, ach, die sind immer noch da, hier. Ich spiele mit der Mod Additional Creatures und deswegen wundert euch nicht, dass hier irgendwelche hässlichen, fetten Viecher im Weg sind. So, die Loot Crates sind eigentlich sehr leicht zu bekommen, wenn man einmal weiß, wo sie sind. So. So, und willkommen in der Tiefe. Es ist eigentlich eine recht harmlose Gegend hier. So, tut mir leid. So, hab ich nur Fisch bekommen? Nur normalen Fisch. Boah, sehr ekelhaft. So. Naja, dann wollen wir mal weitermachen. Hier ist nichts Gefährliches. Das Gefährlichste, was ich hier allerdings gesehen habe, muss ich gestehen, war tatsächlich ein Alpha-Mosasaurus, den nicht so ohne weiteres platt zu machen ist. Deswegen habe ich mir diesen Mega-Delfin gezähmt. Der hat jetzt ungefähr 60.000 Leben, macht 300 Schaden, ist also stark genug, hat aber auch irgendwie, so, hat auch genug. Aha, so, am besten ist es wirklich, wenn ich den Erfolgen mache. Da ist noch so ein Megatunfisch, das ist ein Weibchen, erkennt man sofort. Weibchen sind so schwarz mit weiß und die anderen sind so gepunktet da. Schon die Saurus, 28.000 Leben. Recht wenig. Mich hat mehr gehabt. Aber ist auch egal. Wir haben weiten Weg vor uns. Aber es gehört auch dazu. Es gibt noch den anderen Weg, den ich euch zeigen könnte. Aber da weiß ich leider nicht, wo der genau ist. Ich weiß, wie ich von unter Wasser da hinkomme, aber ich weiß nicht, wie ich dann vom Land aus dahin komme. Naja. Ist auch egal. Er ist da hinten, wo der ganz kleine See ist. Ach, schon wieder ein Hai. Der interessiert uns nicht. Damage. So, sehen wir schon auf Damage, schadet nicht. So, ja, schadet nicht. Gut. Gleich nähern wir uns der Gegend, in der man die ersten Loot Crates findet. Das ist gut. Auch wenn keine da sind, ich habe sie markiert. Ich hoffe zumindest, dass einer der 6 da ist. Ich werde, denke ich, mal die Bilder dazu einblenden, das war das Wort. Das heißt schon hier unten schon. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ah ne, 35. Ich muss ein bisschen mehr in diese Richtung. 35 müssen wir hin. So, hier ungefähr müsste einer sein. Ist hier einer? Ah, der ist hier ziemlich versteckt. Deswegen gehen wir mal etwas höher. 35,5, 35,7. Hier ist er nicht. Wo habe ich denn? So. Naja.
Der ist nicht mehr da. Na dann. Hier müsste der aber sein. Eigentlich habe ich eine Fackel aufgestellt. Aber die sehe ich jetzt gerade nicht. So. Ach, ne, 38,5. Da, hier, ich sollte die Fackel vielleicht woanders hinwagen. Also ich auch sehe, aber hier ist das. Hier ungefähr wäre dann der nächste Loot Crate. Der ist aber dezent nicht da. So, 33, okay, 32, 32,8. Das ist wieder ein weiterer Schwimmweg, wie immer. Aber ein Vorteil hat es gibt hier eigentlich jede Menge schwarze Perlen. So. Wir 32 ist schon mal richtig, aber wir müssen noch die 40er richtig hinkriegen. 46. So. So, gucken wir mal, ob wir ihn finden. So, 30, 32. Wo haben wir es? Da oben. Ja, hier wäre einer gewesen. Auch keiner da. Dann müssen wir jetzt noch 35 oder noch 54. Ja, egal. Ich würde sagen, wir könnten auch einfach 39, 36 machen da hinten. Dann über 35 gehen und dann wieder nach 54. Wobei, ist das wirklich so klug? Schon wieder ein Litschi. Und nochmal ein Fisch. So, Tatsache ist jedenfalls, wir haben hier eine richtig tiefe Gegend, aber da hinten wird es noch tiefer. So. 39,18, ne? Okay, nicht da. Und der 36 ist dort.
So, da wäre dann ein weiterer auch nicht da. Bisher war noch kein einziger da. Sehr ernüchternd. Aber wenn wir schon mal hier sind, in der Gegend sind, dann könnt ihr euch auch gleich den anderen Eingang zeigen. Der ist da. Genau da hoch, den Hügel hier hoch, und man kommt dann zu einem wunderschönen Eingang. Genau, das ist der. Das ist er. Von daher. Dann gehen wir da mal hin. Ich habe keinen Plan allerdings, wie man hier. Ich weiß, dass man hier hinkommt. Ist ja da den Weg einfach folgen. Einfach der Taste drücken. Das Ding schwimmt automatisch nach oben. So. Und es ruckelt. Logischerweise. So. Ich habe keinen Plan, wie man hier irgendwie nach draußen kommt. Also, klar, schon. Könnte jetzt hier einfach rausspringen, aber wem ist, ich weiß dann später nicht mehr, wie man hier reinkommt. Und die Geister draußen sind nicht die harmlosesten Tierchen. Das ist durchaus der Weg. Gucken wir mal. Achso, geht's auch hier rein? Nee, hier nicht. So, jetzt bin ich draußen. Bin ich in dieser Gegend gelandet. Aber es kommt, ich komme hier nicht mehr rein. Ich hab's dir gesagt. Das ist jetzt ungünstig, um ehrlich zu sein. Wahrscheinlich muss ich einfach nur hier oben. Aber es ist ja nicht so, dass auch hier keine gefährlichen Gegner wären. Hier sind überall die Jojos unterwegs. So, da oben wäre eine Möglichkeit. Nein! Autsch, scheiße, fast geschafft. Ich nehme mal diese Brille und das Atemschutzgerät wieder raus. So. Wir müssen ja irgendwie herausfinden, wie man am besten da wieder reinkommt. Also mit dem Flugtier ist das sicherlich etwas leichter. So. Aber ich denke, das Springen, was ich gerade vorhatte, war eigentlich schon gar nicht mal so eine schlechte Idee. Da oben, aber wie komme ich da? Lass mich da einfach mal da hoch. Ach, nee. So. Wie komme ich da oben denn hoch? Na also, hat geklappt. Bin ich wieder hier. Ich habe keine Ahnung. Also der Eingang ist, naja, irgendwo bei 33,9. Wir springen aber erstmal wieder hier ins kühle Nass. Oh. So. So, wir haben immer noch zwei Lootquests vor uns. Das hat ungefähr, na gut, das war jetzt vielleicht 3 Minuten Zeit gekostet oder so. Aber gut, mein Eingang finde ich irgendwie harmloser. Aber auch nur, weil ich den kenne. Nö, 14.
wirkt auch irgendwie gerade sehr dunkel. Naja, ist auch egal. Ah, das ist ein Eurypterritt ein bisschen. Weiß ich, eine harmlose Gegend, das seht ihr auch, seit der Eurypter da unten. Diese Gegend ist übrigens sehr, sehr schön. Gefunden hatte ich ja bis jetzt noch keinen Lootquade, ne? Ja, nicht, dass ich wüsste. Die Gegend ist aber sehr schön gemacht. Und sie ist sehr gut. Wir werden gleich sehen, warum es hier eine echt schöne Gegend ist. Ich habe zwar noch keinen dunklen Öster gesehen, aber ich habe was anderes. Ihr seht es, schwarze Perlen ohne Ende. Alles nur schwarze Perlen. Einfach mal so zum Mitnehmen. Hier auch. Überall an diesem Rand dieser Schlucht, die aussieht wie eine Würmernschlucht, findet ihr jede Menge schwarze Perlen. Falls ihr mal einen Tusu findet, den ihr zählen wollt, nur zu. Hier habt ihr das Futter. Auch dort. Überall. So. So. 54. 30. Okay, haben wir ja fast geschafft. Müssen eigentlich müsste das da oben sein. In der Hoffnung, dass da oben was ist. Okay, sieht es gerade. Nein. Ah, oh, auch nichts. Kein einziger Lootquid. Bis jetzt. Das ist irgendwie schon ein bisschen ärgerlich. Die Leute glauben, wenn ich das Video jetzt mache, dann glauben die Leute noch, ich schwindel. So, bis jetzt noch ziemlich weit fliegen. Naja, vielleicht sieht es aber auch daran, weil ich die Loots erst vor kurzem geplündert hatte. Deswegen noch keiner da. Deswegen, ich werde versuchen, jedes Mal ein Bild noch einzublenden. Aber wahrscheinlich werde ich es vergessen. Jedenfalls sind diese Werte, die ich habe, auf jeden Fall richtig. Das weiß ich. 33, ne? Boah, so viel schwarze Perlen, wenn man Anglerfisch hat, ne? Bam! Und auch nichts. Okay. War ein sehr viel Glück, weil ich die kurz vorher schon geplündert habe. Wahrscheinlich ist noch nicht genug Zeit verloren. Das... Naja, ist noch nicht genug Zeit verstrichen. Als dass die nachgespawnt sind. Das tut mir leid, aber die Bilder habe ich ja eingeblendet. Oh, hier ist ein dunkles Toys. Das erste Mal, dass ich ein dunkles Toys hier sehe. Ich glaube, ich kann den sogar stunnen. Das ist aber... Und da sind ein paar Quallen. Ach, das ist diese Gegend, der ich meine. Hier müsste es doch Anglerfische geben. Hier müssen auch irgendwo ein paar Anglerfische rumschwimmen. Das sind die Gegend mit den Anglerfischen. Eigentlich, theoretisch gesehen. Aber... Pragmatisch gesehen. Praktisch gesehen. Pragmatisch war dann doch ein bisschen was anderes. Jo, einfach nur geradeaus. Schade. Wirklich, wirklich schade, dass keiner da ist. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Aber ich hoffe jedenfalls. Das ist auch so ein langer Ruf. Ich hoffe jedenfalls trotzdem, dass euch das hier gefallen hat. Den Lootquades.
Und ich hoffe, den einen oder anderen wird das behilflich sein, dass dazu ja eigentlich gar nichts im Internet zu finden ist, was die Lootquests angeht auf Valguero. Da dachte ich mir, mache ich das doch einfach mal selbst. Und ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen helfen, auch wenn bei mir jetzt irgendwie kein einziges Lootquest gespawnt ist. Wahrscheinlich der VFW-Effekt, man nimmt auf, da trauen sich die Lootquests nicht raus. Auf jeden Fall hoffe ich etwas, dass es für euch einen Erfolg bringt und die zumindest bei euch spawnen, die Lootquests. Naja, wie auch immer. Ich muss sagen, das war's für heute, liebe Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Ciao!